MotoTV 22 Power bei MySport, MyStory. Ja, Südtirol, Schenna, bei südtropischen Klimaverhältnissen. Heute bei 32 Grad hier in Schenna beginnt die Südtirol Classic 2021 und bei 120 genannten Fahrzeugen. Wolfgang, mit was für einem Auto bist du dabei? Ich bin mit dem Porsche unterwegs, Porsche 356. Es geht in wenigen Minuten los hier bei der 35. Südtirol Classic 2021 und hier ein wunderschöner Ford, ein wunderschönes D-Modell. Hier das erste Fahrzeug bei der 35. Classic in Südtirol, in Schenna. Und bei toller Witterung, bei tropischen Hitzeverhältnissen wird hier jetzt dieses gestartet. Und ein Fahrzeug schöner wie das andere. 120 Fahrzeuge sind hier am Start. Hier ein 300er SL. Und eine Legende steht bei uns hier, der Beifahrer von vielen Legenden mit Walter Röhrl, Christian Geisthofer, der hier heute mit dabei ist. Mit was für einem Auto? Wir fahren einen 356er Roadster von meinem Freund Carlo Marcati aus Bruneck. Wunderschönes Auto, total restauriert und neu aufgebaut. Also freut mich schon drauf, da unterwegs zu sein. Christian, du bist Beifahrer oder Fahrer? Ja, also wohl als auch. Also mir, seit ich jetzt mehr alleine ohne Röhrl unterwegs bin, muss ich selber auch ein bisschen fahren. Ein Chauffeur wie ein Röhrl kann man sich nicht alle Tage leisten. Also nehme ich jetzt einmal einen Carlo und dann haben wir ein bisschen Spaß miteinander. Wir nehmen das nicht so ernst. Also wir sind zur Gaudi da. Ich wünsche euch alles Gute, eine tolle Ausfahrt. Vielen Dank. Wir werden uns unterwegs noch ein paar Mal sehen. Auf alle Fälle. Daimler's Raid 8, ein wunderschönes Fahrzeug, eines der wertvollsten Fahrzeuge hier im Feld. Was hat denn der für einen Schätzwert? Der hat so um die 150.000 Euro. Was ist denn das für ein Baujahr? 36. Ja, und ein wunderschöner alter Bentley hier mit einer Top-Patina. Was für ein Baujahr ist denn das? Das Baujahr 1929. Ja, wie wunderschön, ein Vorkriegsmodell dieser Bentley. Und er wird jetzt die Berge in Schenna erklimmen. Ja, ich hoffe, dass er durchhält, aber ich glaube schon. Ich wünsche dir alles Gute. Danke dir. Tolle Ausfahrt. Merci. Das Fahrzeug kommt ursprünglich natürlich aus England und hat dann irgendwann den Weg nach Deutschland gefunden. Und seitdem ist es quasi permanent im Einsatz für irgendwelche Rennen.